Was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Und heute vom Hofkneisel hier auf der Ellerbach. Ja, Freunde, Ellerbach LS22 und Grüße gehen raus direkt an das komplette Moos-Agrar-Team und vielen lieben Dank an der Stelle mal wieder für euer Vertrauen und Dankeschön für das Go, dass ich die Community so ein bisschen an die Hand nehmen darf und die wunderschöne Karte sozusagen präsentieren darf in Form eines Let's Plays. Denn ich möchte hier so ein bisschen mich reinarbeiten, auch hier wieder so ein bisschen ja, den Hauch von Realismus einbringen, so gut es mir na klar möglich ist, so gut ich das Ganze weiß, dazu aber nachher mehr. Zuvor möchte ich euch aber da draußen ganz wichtige Infos mitgeben zum Release. Und jetzt bitte zuhören. Und wehe, ich sehe einen in den Kommentaren, der dann noch irgendwie fragt, wann kommt die Karte. Der wandert aber sowas von direkt auf die Bannliste. So, die Karte ist geplant vom Moos-Agrar-Team. Erstes Quartal diesen Jahres. Wenn einer nicht weiß, was ein Quartal ist, der googelt oder hört mir kurz zu. Das endet mit dem 31. März, das erste Quartal. Bedeutet, der Plan ist, dass es bis dahin released wird. Wo soll die Karte released werden? Im Mod-Hub natürlich, denn die Karte soll auch für Consoleros kommen, auch für die PS4, sofern es na klar technisch möglich ist. Am Ende des Tages sagt immer nur Giants, passt oder passt nicht. Dementsprechend, ihr wisst nun, wann die Karte kommen soll, wo die Karte kommen soll und für wen die Karte kommen soll. Es sollte somit erstmal der nächste Monat sozusagen erstmal Ruhe herrschen. Ihr dürft euch natürlich drauf freuen. Das wird euch keiner verwehren, denn es ist auf jeden Fall eine tolle Karte. Das kann ich euch an der Stelle schon mal soweit sagen. Dennoch ist es halt nun mal so, die Jungs machen das nebenher zu ihren normalen Berufen. Und wenn irgendwas dazwischen kommt, Familie, Gesundheit und so weiter und so fort, dann kann sich nun mal so eine Karte auch verschieben. Da muss man einfach ein bisschen Respekt und Geduld zollen, um dem Ganzen hier nicht unnötig irgendwie einen Frust in das Team Moos Agrar mit reinzubringen. Bedeutet für euch, ihr dürft gerne, wenn Fragen kommen, auf dieses Video verweisen. Würde ich mich natürlich sehr freuen und den ganzen Druck vom Moos Agrar Team so ein bisschen rausnehmen. Dürft gerne die Informationen verbreiten. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, wie es denn weitergeht, dann lasst uns doch gerne hier ein kostenloses Abo da. Denn ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Hier ebenso gerne bei Moos Agrar seinem Discord bzw. denen ihren Discord vorbeischauen. Gut. Somit können wir nun gemeinsam reinstarten. Was habe ich denn hier vor? Freunde, es ist der LS. Was wollen wir schon vorhaben? Wir wollen die Kühe füttern, wir wollen denen ihr Kacker wegbringen und wir wollen die Felder bestücken. Ja, was soll es denn anders sein? Selbstverständlich. Wir werden hier das Rad nicht neu erfinden. Aber ich möchte halt die Ellerbach so ein bisschen für mich mal wieder versuchen, ein Langzeitprojekt rauszumachen in Richtung Realismus und dort einfach mein bis dato Wissen festigen, Neues aufbauen und mich sozusagen ein bisschen weiterentwickeln. Und wenn ihr da Bock dazu habt, mich auf dem Weg zu begleiten, würde mich sehr, sehr freuen. Ich weiß, euch interessiert es natürlich, was haben wir denn so alles am Start? Wir haben hier na klar den Fendt 724 von Moos Agrar, ist ja selbstverständlich, wenn nicht jetzt, wann dann? Wir haben hier 246 PS stufenlos mit 8 Tonnen Gesamtgewicht. Dafür haben wir hier eine Gesamtgeschwindigkeit von 50 km/h. Ich habe mich für den entschieden, weil er einfach wunderschön klingt. Wunderschön. Findet ihr im Mod-Hub. Ein schönes Gerät, klingt wunderbar, ist genau meins. Dazu ein kleines Gewicht, ich glaube mit 3,5 Tonnen ist es. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. 3,3, damit er auch richtig schön in die Knie geht und ordentlich ziehen kann. Dann haben wir einen Amazone Düngestreuer mit einem Fassungsvermögen von 2500 Liter mit 42 Meter Arbeitsbreite und 18 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Ich versuche mir hier natürlich wieder was aufzubauen mit den Fahrgassen, jedoch mit dem Düngestreuer bin ich noch nicht ganz so zufrieden. Allerdings habe ich auch nichts gefunden, was mir so ein bisschen auch optisch zusagt. Ne? Deswegen die 42 Meter, dann wird es halt so ein bisschen überlappen. Dann haben wir hier eine Querne-Landspritze, die B
18. Wir haben hier 1800 Liter Fassungsvermögen. Wir haben hier nun die Arbeitsbreite von 18 Meter und eine 12 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Ich möchte hier, na klar, das seht ihr hier drüben schon, mit einer 3 Meter Drille aufbauen auf das Ganze und dann sozusagen mit 15 Meter weitergehen. Und da switchen wir mal ganz kurz rüber in meinen Discord, denn ich habe hier einen Discord, wo ich mir diese ganzen Informationen zur Verfügung stelle. Und hier habe ich zum Beispiel hier meinen Spickzettel, was die Fahrgassen angeht. Und ich habe mir jetzt hier natürlich die 3 Meter Arbeitsbreite mit der Drille rausgesucht und die 15 Meter für die Nacharbeitsgänge, zum Beispiel Gülle oder Spritze. In dem Fall 15 Meter oder 18 Meter. Auch hier haben wir wieder so ein bisschen das Ganze ans Überlappen. Dann selbstverständlich die Horsch Pronto, eine meiner Lieblingsdrillen, gezogen diesmal. Muss ich mich auch wieder ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe knapp 52.000 Euro für das wunderschöne Gerät hingelegt. Es natürlich aus dem DLC mit 150 PS Zuglast, kann man das so nennen? Ja, mit 3,2 Tonnen, da hat der Fendt ein bisschen was zu tun. Ich weiß aber gar nicht, ob das das Leergewicht ist oder das volle. 3 Meter Arbeitsbreite, klar, wie schon erwähnt. Und mit einer 18 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Ich glaube, da lässt sich ganz, ganz gut arbeiten. Für mich persönlich habe ich hier rein noch ein kleines Ballenlager reingebaut. Das habe ich einfach in-game platziert. An der Stelle, ihr macht einfach die Tore auf, geht auf ModHub, holt euch vom Castor das Ballenlager und dann könnt ihr das so seitlich rein platzieren. Ihr drückt dann noch die Taste V, damit sich das nicht überlappt und schon könnt ihr das rein platzieren. Der einzige Nachteil an dem Ganzen ist, das hat Collie, da seht ihr, da komme ich nicht hin, aber wenn man das mal weiß, dann ja, kommt man auf jeden Fall gut damit zurecht. So, dann brauchen wir da klar noch so einen kleinen Schlepper. Da haben wir da klar den 511C an der Stelle, auch wieder vom Team Mosagra. Wir haben hier ein manuelles Lastschaltstufengetriebe. Ich hoffe, ich sage das ganze Zeug richtig. Wir haben 7,8 Tonnen. Finde ich verhältnismäßig viel für so einen Schlepper. Ihr behaltet euch einfach mal kurz 7,8 Tonnen im Hinterkopf. Da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Dann hier auch nochmal ein 3,3. Ich mag es einfach, wenn so die Nase so ein bisschen einsinkt. 3,3 Tonnen Frontgewicht dran in der passenden Farbe. Dann vom lieben Maxer, Grüße gehen raus an der Stelle. Das findet ihr im ModHub. Das FarmTech ist eigentlich eins meiner Lieblings-Güllefässer, weil einfach der Korpus so ein bisschen zusammengestaucht ist. Es ist klein, kompakt und trotzdem haben wir hier eine Arbeitsbreite von 15 Meter, das nun sehr gut aufgeht mit der 3 Meter Drille. Wir haben hier 15,5 Kubik Fassungsvermögen, gibt am Ende des Tages 7 Tonnen. Und Quatsch, 7 Tonnen, wo bin ich denn hier? Doch, 7 Tonnen und ja, ich glaube, da lässt sich ganz gut damit arbeiten. Selbstverständlich habe ich hier einen Spickzettel, ne, als hätte ich jetzt von heute auf morgen die Weisheit mit dem Löffelfasser. Wir haben hier 10 Kühe, wir fangen leicht an und wollen uns dann steigern. Das soll mich ja so ein bisschen fordern, das Ganze, so nach und nach, ne? Ihr wisst, wie immer bin ich wahrscheinlich mit mir selber beschäftigt. So, dann haben wir hier sozusagen ein bisschen mein Grünland, meine Grünlandhalle. Wir haben hier einmal den Krone Schwader mit 3,5 Meter, 30 PS. Sollte also lockerlässig mit unserem kleinen Fendt gehen. Den S350, schönes Gerät, klein, kompakt, geschmackt. Und passend dazu, na klar, den Krone Ladewagen mit 19 Kubik Fassungsvermögen. Reicht vollkommen erstmal. Und 30 PS Zuglast, genauso wie hier der Schwader, sollte also auch möglich sein mit dem kleinen Fendt. Sollte, glaube ich, soweit ganz gut passen. Und als kleines Frontmähwerk dazu, ich habe mich jetzt nur mal für ein Frontmähwerk entschieden von Kuhn. Da dazu auch wieder die 3,1 Meter, jedoch mit 60 PS, aber ist dennoch weit, weit noch im Range, was wir so benötigen. So, und jetzt kommen wir nochmal auf das Gewicht zurück. Habt ihr noch die Zahl im Kopf? Ja, habt ihr sie noch? Ansonsten kriegt ihr sie von mir. 7,8 Tonnen. Und jetzt haben wir hier den Kubota mit 5,2 Tonnen. Gut, er braucht na klar so ein bisschen Last, ne, dass er nicht immer umkippt. Aber hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht, dass der R640 so schwer ist.
Interessant, wenn man sich mal so ein bisschen mit den Daten beschäftigt. Stufenlos, wunderschöner Sound, gefällt mir super aus dem Kubota DLC Giants. Den Schriftzug hier oben. Hätte ich, keine Ahnung, vielleicht hier oben klein hingemacht oder abwählbar. Der stört teilweise, jedoch habe ich hier nichts, wo ich großartig in die Höhe lupfen muss, sondern nur anheben. Deswegen habe ich mich mal wieder dafür entschieden. Ich habe mir dann noch einen kleinen Karre dazu gepackt. Klar, so einen kleinen Accessoires noch für den Kubota, damit wir auch hier ordentlich arbeiten können. Und zu guter Letzt haben wir noch den Pöttinger. Den Wender mit einer Arbeitsbreite von 4,4 Meter, 15 km/h Arbeitsgeschwindigkeit und 30 PS brauchen wir dann, beziehungsweise können wir mit dem Kleinen auch wieder ziehen. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. So, gucken wir mal ganz kurz noch an. Wir müssen natürlich noch ein paar Ländereien dazu kaufen. Ich habe mich aktuell noch für keins entschieden. Ich dachte, wir machen uns das einfach mal in der ersten Folge gemeinsam, damit ich euch so viel wie möglich mitnehmen kann. Habe ich den Meiler vergessen an der Stelle? Ich glaube ja. Den Meilerkipper vom lieben Micha. Grüße gehen raus. Meilerkipper mit 4,8 Tonnen und diversen Konfigurationen gibt es als Ladewagen. Ich glaube sogar mit so einem Rohr hinten raus noch. Ich habe mir den jetzt mal als Palettenwagen hergeholt, denn ich vermute mal, dass wir zu Beginn unseren Hof noch ein bisschen ausstatten müssen mit Saatgut und so weiter. Und ich denke, da werde ich in Richtung Paletten, Big Bags und so gehen. Das ist, glaube ich, soweit ganz in Ordnung. Gut. Habe ich noch was vergessen? Ich glaube sonst nicht. Wir haben hier Menu System drauf. Ach ja, wir haben hier vorne noch einen kleinen Kälber. Auch den hier gibt es vom Hector im Mod Hub, kam vor kurzem. Schönes Ding, hier wollen wir so ein bisschen Kälber aufziehen. Das ist allerdings nicht auf der normalen Ellerbach mit drauf. Das möchte ich sagen, genauso wie hier dieses Balllager. Alles andere, was ihr so seht, ist alles komplett Standard. Ich dachte mir nur so ein paar kleine Highlights hätte ich gerne noch hier mit drauf. Aber das ist ja immer so ein bisschen dasselbige, so wie man es halt gerne hätte. Gut. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Grünland suchen. Grünland gibt es natürlich hier auch noch und nöcher. Wenn wir das Ganze mal einblenden, seht ihr, es ist sehr schön gemacht. Dort, wo Gras wächst, da gehört es auch hin. Und ich würde gerne klein anfangen. Irgendwie klein. Wir wandern mal so ein bisschen gemeinsam über die Karte. Dann seht ihr auch gleich noch ein bisschen was davon. Ich mag es ja gern, wenn es auch so ein bisschen anspruchsvoll ist und so weiter. Ich glaube, ich habe mich da hier so schon direkt mal entschieden. Ich glaube, es könnte das hier werden. Unser erstes eigenes Feld bzw. Wiese. Wir haben hier oben den Eingang. Sehen wir hier rein zufällig über Precision Farming, wie groß das ist. Ich glaube wahrscheinlich erst, wenn ich es kaufe, ne? So, was kostet mich der Spaß? Wir haben hier 0,82 Hektar und kostet uns 62.000 Euro. Und wir haben 15.000. Dann beginnen wir das Ganze. Wir haben hier aktuell noch einen Kredit laufen mit 250.000. Ihr seht also, wir haben ein bisschen was zu tun. Wir nehmen mal 70.000 auf. Über 5 Jahre fangen wir mal so ins Rennen an, monatliche Rückzahlung. Die Frage ist halt, woher soll ich am Anfang so viel Geld kriegen? Ich glaube, das macht so keinen Sinn. Machen wir mal 10 Jahre Kredit abschließen. So, und dann können wir, ja, soll ich gleich im ersten Jahr die Feldinfo kaufen über Precision Farming? Macht das schon Sinn? Habe ich das jetzt schon gekauft? Nein. Kaufen. Ja. Wir haben hier lehmiger Sand und sandiger Lehm, jeweils so 50%. Ja, komm, dann machen wir das doch gleich. Bodeninformation kaufen. Das kostet mich nochmal für 9 Proben
1.350 Euro plus die Servicekosten macht 2.362 Euro. Und da können wir echt überlegen, mal in Zukunft selber die Proben zu nehmen. Und somit sehen wir dann hier noch den Feldstatus bzw. den Wiesenstatus aktuell. Wird interessant, wird spannend. Ich werde wieder absolut überfordert sein und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn er mich wieder tatkräftig unterstützt. Genauso wie damals auf der Galgenburg. So oder so ähnlich möchte ich das Ganze dann hier aufziehen. Zu guter Letzt möchte ich noch sagen, ich vermute, dass die Ellerbach so im Zwei-Tages-Rhythmus kommt. Ich möchte es nicht als Dauerbrenner laufen lassen, sondern wirklich gezielt reingehen in die Thematik und mich da reinarbeiten. Deswegen seid einfach gespannt. Ich wünsche euch an der Stelle ein wunderschönes Wochenende. Liken, abonnieren nicht vergessen, kostet wie immer nichts, supportet uns und euch kostet es wie gesagt nichts. In dem Sinn, macht es gut, bleibt anständig. Bis dann, euer Yogi. Ciao.